Ey Matze, zeig mal, wie hoch du springen kannst. Junge, das ist mir doch Latte. Siehst du? Diese Welt ist nur groß genug für einen Weltmeister. Für einen, der jede Hürde nimmt, egal wie hoch. Der den Weg zum Erfolg verinnerlicht und niemals aufgibt. Also Cowboy, mach dich bereit. Denn ab jetzt wartet dein Sattelzeug, dein Pferd und die ganze Welt nur auf dich. Herzlich willkommen zum heutigen Wettbewerb Springreiten. Klein gegen groß, Matthias Meester gegen den Elite-Reiter Johannes Ehninger. Und ich kann sagen, beide haben im Laufe der letzten Jahre ihre Technik perfektioniert. Und wie das ausgeht, seht ihr heute bei den Weltmeisterschaften. Johannes, du bist ein sehr erfahrener Reiter. Wie viel Respekt hat man dennoch vor einem Gegner Matthias Meester? Sehr großen Respekt natürlich, weil ich es noch nicht so richtig einschätzen kann, aber Respekt hat man natürlich sehr großen. Wie bereitest du dich auf so einen Wettkampf vor? Ja, wir haben die letzten Tage schon ein bisschen trainiert. Wir wollen natürlich gut aussehen. Toi, toi, toi. Ich sag euch, wie es ist, ich habe nicht unbedingt allzu viel Ahnung von dem Sport, aber dafür habe ich ja meinen knusprigen Strohmann, Julian Lukas Schäfer. Danke, Tobi. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ist nicht nur eine alte Fußballweisheit, sondern heute auch der springende Punkt. Und wer davon am meisten holt, der wird Weltmeister. Als erstes sattelt Johannes Ehning auf. In der frühen Karrierezeit Jugend-Europameister gewesen, also schon lange in der Spitze des Sports etabliert. Und hier sehen wir, ganz elegant nimmt er beide Hürden. Bruder Marc ist Olympiasieger und Ehning nur noch einen perfekten Durchgang vom Weltmeistertitel entfernt. Jetzt die letzte Hürde und da nimmt er mit den Hufen einen mit. Wir sehen es in der Wiederholung. Au, ist das bitter. Der Weg zum Titel so nah, so offen. Und jetzt liegt es in den Händen bzw. in den Hufen von Matthias Meester. Aber wieso ist Matthias noch nicht auf seinem Pferd? Was macht er da auf dem Springplatz? Erde kontrollieren? Tobi. Geh mal bitte hin und frag ihn, was da abgeht. Matze, ja. Kurz vorm großen Wettkampf. Die Messlatte liegt im wahrsten Sinne des Wortes sehr hoch. Da bekommt man ja schon Höhenangst. Wie gehst du damit um? Ich sag mal so, ich glaube, dass ich schon so eine Lösung gefunden habe, wie ich damit umzugehen habe. Ich werde, glaube ich, hier heute alle überraschen. Wir sind sehr gespannt. Ich muss kurz los. Matze möchte alle überraschen? Was es damit auf sich hat? Ja, wir werden es sehen. Tobi, du noch mal, bevor es losgeht. Matze, du siehst ein bisschen nervös aus. Warum? Ich bin total nervös, aber ich bin sehr, sehr optimistisch und ich glaube, die Carina wird mich hier schon durchschleppen. Carina, Matze, ihr rockt das. Danke dir, mein Lieber. Ja, Rock oder traurige Ballade? Das ist jetzt die Frage. Die Hürden sind sehr, sehr hoch. Ich bin gespannt, wie sie die nehmen wollen. Und die gehen einfach unten drunter durch. Wie genial ist das denn? Da hat noch niemand drüber nachgedacht. Nur noch die letzte nehmen und dann ist er da. Der Weltmeistertitel für Matthias. Matze, im Fernsehen ist es nicht so einfach, Gerüche zu transportieren. Bei dir habe ich schon das Gefühl, ein bisschen Angstschweiß zu riechen. Aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass du dich sehr angestrengt hast und richtig was investiert hast. Kann man so sehen, oder? Ja, definitiv. Also wir haben uns hier wirklich jahrelang darauf vorbereitet, auf diesen einen Moment. Mit uns meinst du wahrscheinlich dich und deine Stute Carina. Wie kann man sich diese Beziehung vorstellen? Ach, wir haben eine sehr enge Beziehung tatsächlich. Also ich meine, wir trainieren jeden Tag zusammen und heute hat man ja wieder gesehen, wir waren auf dem Punkt da und haben abgeliefert. Und wer auf den Punkt abliefert und das auch noch mit einer genialen Portion Witzpart, ja, der darf sich Weltmeister nennen. Und in Matthias' Fall ist das jetzt schon zum 7. Mal der Fall. Lasst uns gemeinsam lachen und lasst uns gemeinsam Gutes tun. Hier ist ein Link, der eingeblendet wird, wo wir gemeinsam Gutes tun können, nämlich spenden. Und zwar geht diese Spende an ein Kinderhospiz in Haltern und an den Kinderschutzbund in Coesfeld. Also Leute, haut rein, lasst uns gemeinsam Gutes tun.